Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern und uns berühren und bewegen lassen wollen vom Wort des lebendigen Gottes. Wenn wir Christen und Christinnen als Vater und Mutter ausnahmslos aller Menschen bekennen, von seinem Sohn, der uns den Weg zum Leben, zum gelingenden Leben zeigen will, und vom Heiligen Geist, der uns ermutigt, den Herrn, unseren Gott, zu lieben, von ganzem Herzen und unsere Mitmenschen wie uns selbst. Amen. Wir laden euch ein, mit uns zu singen. Großer Gott, wir loben dich. Die angegebenen Strophen. Denn du hast mir beigebracht, was mir und anderen gut tut und uns zum Leben verhilft. Darum kann ich guten Gewissens sagen, dein Wort schmeckt mir besser als Honig. Ständig muss ich über alles nachdenken,
was du angeordnet hast. Darum kann ich es nicht ertragen, wenn Menschen einander verachten, einander geringschätzen, einander das Recht auf Leben absprechen. Gott, dein Wort ist wie ein Licht, das mir Orientierung schenkt. Darum will ich nicht aufhören, mit dir zu leben und die Fragen meines Lebens im Vertrauen auf deine Gegenwart zu beantworten. Nimm mein Gebet an, barmherziger Gott. Lehre mich verstehen, welche Aufgabe du mir zugedacht hast. Amen. Gott, wenn ich mein Vertrauen in dich und in dein Wort und in deine Gegenwart auf dieser Welt verliere, dann nimm du dich um mich an. Dann führ du mich wieder in deine Nähe. Thank you.
Haltung zu Gott voller Hoffnung und mit dem Willen, dich zu loben und dir zu dienen, sind wir zum Gottesdienst gekommen. Selbstkritisch, aber vielleicht auch selbstverliebt. Voller Hoffnung, dass du uns schenkst, was wir brauchen. Ruhe, Kraft, Trost. Ein Wort, das uns den Weg weist, uns gut tut, zum Leben ermutigt. Gemeinschaft, Wertschätzung, Vertrauen. Gott, schenk uns, was uns und deiner Welt gut tut. Leg deinen Heiligen Geist auf uns, damit unsere Herzen und unser Verstand ganz weit und offen werden für dich und dein Wort. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir die Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Herr, allmächtiger und barmherziger Gott, wir vertrauen darauf, dass Jesus Christus das Licht ist, das unser Leben zum Leuchten und damit zum Guten bringen will. Mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen.
wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. America first. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Was interessiert mich der ökologische Fußabdruck der Erde? Die Gewinne müssen stimmen. Der Rubel muss rollen. Ich will mir was leisten können von meinem Geld. Was das für die anderen bedeutet, das interessiert mich nicht. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Karfreitag? Ein religiöser Feiertag? Was ist das? Den kann man abschaffen. Der ist völlig unnötig. Den brauchen 96% der Österreicher und Österreicherinnen überhaupt nicht. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Wie schwer es uns fällt, Gott unsere Herzen zuzuwenden und ihm zu dienen, ihm allein, das spüren viele von uns vermutlich jeden Tag. Wenn wir wieder einmal merken, wie sehr unsere Herzen von dem, was unsere kapitalistische Gesellschaft halt zu tun gewohnt ist, unreflektiert nachvollziehen. Ein paar Beispiele, die mir immer ans Herz gehen. Den Bettler, der den Gottesdienst mit uns gefeiert hat, genervt die Türweisen, weil er uns stört. Kaufen, 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 was gerade billig ist, weil wir uns dann mehr leisten können für unser Geld. Das eigene Wohl, dem Wohl der Gemeinschaft vorziehen, weil uns das Hemd halt mehr ist als die Jacke. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Dieser Aufruf des Propheten Samuel aus dem Alten Testament, der trifft uns, mich zumindest, eigentlich mitten ins Herz. Und das, obwohl Samuel ihn schon im 11. Jahrhundert vor Christus an die Menschen seiner Zeit gerichtet hat. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Der lebendige Gott, der Gott des Mitleidens, der Gott der ständigen Gegenwart, der Gott, der von sich sagt, ich bin da, vertrau mir, ich bleibe an deiner Seite. Der Gott, der sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit hatte, der war den Befreiten nicht genug. Er war denen, die mit dem Leben davongekommen waren, nicht verfügbar, nicht berechenbar genug. Und er war denen, die sich von ihm in die Fülle hatten führen lassen, immer noch zu wenig. Darum schufen sich die Menschen damals andere Götter. Bilder von Baal, Astarte, ja, wir alle kennen die Geschichte vom goldenen Kalb, dass sie sich gossen, dass sie umtanzten und dass sie beschworen und zu ihrem Lebensinhalt machten, weil es in ihrem neuen Leben nicht gleich so lief, wie sie sich das eigentlich gern erhofft hätten. In der Zeit, als die Israeliten des Öfteren von den Philistern, ihrem Nachbarvolk, in kriegerische Konflikte verwickelt worden waren und wirklich bittere Niederlagen erleiden mussten, ermahnte Samuel, ein Prophet und Mann Gottes, sein Volk immer intensiver und immer öfter, sich doch endlich von den trügerischen Gottesbildern abzuwenden, um das Leben wiederzufinden. Wollt ihr wieder Sklaven sein? Oder wollt ihr freie und hoffnungsvolle Menschen werden? Wollt ihr dem Herrn, eurem Gott, dienen? Wenn ihr frei sein wollt, dann... Dann wendet euer Herz doch wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Unermüdlich hat Samuel sein Volk dazu angehalten, ihre ganze Kraft doch wieder aus dem Glauben an den einen, den lebendigen und den wahren Gott zu schöpfen. Aus dem Vertrauen zu leben, dass der Gott schenkt, der mit seinen Menschen unterwegs ist. Und die Geschichte erzählt uns,
dass das Volk Israel tatsächlich wieder den Weg zu Gott, den Lebendigen, gefunden hat. Und so fanden sie auch zu ihrer ursprünglichen Kraft zurück. Und sie schafften es, mit ihren Nachbarvölkern und ihren Mitmenschen in Frieden, heute würden wir vielleicht sagen, in versöhnter Verschiedenheit zu leben. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Der christliche Glaube mit seinen jüdischen Wurzeln verliert zunehmend an Kraft. Heute sind wir ja viele im Vergleich zu manchen anderen Sonntagen. Aber wir spüren einfach, dass die Menschen, die sich für die Werte einsetzen und stark machen, die uns der evangelische Glaube vermittelt, immer weniger werden. Die Götzen nehmen überhand. Denn wer nicht an Gott glaubt, der schafft sich auch heute noch immer wieder andere Götter. Die Bibel sagt uns, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Das Ego ist wichtig. Das Geld regiert die Welt. Eigensucht, Gier, Ellbogentechnik, das sind die Tugenden der modernen Götter. Unbarmherzigkeit und Rüberfahrmentalität zeichnen die neuen Wertehaltungen aus. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Wendet euer Herz also wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Denn sonst werden auch in Zukunft Barmherzigkeit und Nächstenliebe auf den Altären des Kapitalismus geopfert werden. Gute Menschen als Gutmenschen beschimpft, als dumm und naiv bezeichnet werden. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein. Denn sonst werden die Schwachen in unserer Gesellschaft einfach ausradiert, weil sie nicht ins System passen und den Reichen Geld kosten. Wendet euer Herz wieder dem Herrn zu und dient ihm allein, denn sonst werden die Ehrlichen über den Tisch gezogen werden, weil Korruption und Selbstbeweihräucherung die Werte der neuen Religion sind. Wollt ihr so leben? Wollt ihr Sklaven von Konsum, von Gier und Begierden sein? Wollt ihr, dass wir jeden Tag diese 1000 kleinen Kriege führen, voller Hass, voller Neid, voller Missgunst und Verachtung? Wollt ihr so leben? Wollt ihr niemandem mehr trauen können, weil Angst Tag und Nacht geschürt wird? Weil der Zweifel unter uns gesät wird, damit er wachsen kann und Frucht bringt? Wollen wir so eine Gesellschaftsordnung an unsere Kinder übergeben? Wollt ihr so leben? Unfrei und gefangen von Systemen, die uns unserer Würde als freie und geliebte Gotteskinder berauben? Ich möchte nicht so leben. Und darum denke ich, dass es höchste Zeit ist, dass wir uns wieder einmischen in unsere Gesellschaft. Dass wir uns einbringen mit der kleinen Kraft, die der evangelische Glaube durch die Jahrhunderte gehabt hat. Dass wir uns einmischen und stark machen, weil wir geliebte und geschätzte Kinder Gottes sind und weil wir die Kraft in uns finden, der Welt ein neues Gesicht zu geben. Mischen wir uns ein, indem wir unser Herzen wieder dem Herrn zuwenden und ihm allein dienen. Amen.
dass wir immer noch zuversichtlich sind, trotz der vielen kleinen Sticheleien und Hässlichkeiten unter uns. All das verdanken wir deiner Nähe. Gott, dass wir noch hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können, trotz der Schrecken, die uns die Nachrichten jeden Tag ins Wohnzimmer bringen, verdanken wir deiner Gnade. Für alles danken wir dir. Wir bitten dich, lege du selbst deinen Geist auf alle Menschen, die über Macht verfügen. Lehre sie den Wert des Lebens zu schätzen und die Vielfalt, in der du das Leben an sich und die Menschen geschaffen hast, zu achten. Lehre uns alle Enthaltsamkeit und Mäßigung, Zufriedenheit und den Wert des kleinen Glücks, damit wir anderen Menschen das Leben gönnen. Schenk uns Worte, die uns befreien und gut tun, Taten, die den Frieden bewahren, starke Füße und Hände, damit wir Hilflose aufrichten können. Gib uns auch den Mut, für die zu sprechen, die keine Kraft mehr haben. Gib uns die Gelassenheit, den Sterben in der Hand zu halten, wenn sie sich auf den Weg hin zu dir machen. Gott, wenn wir spüren, dass die Gier und die Begierden von uns Besitz ergreifen, dann lass uns stark sein und deinen Namen in unser Leben und unseren Willen stellen. Amen. In der Stille legen wir vor dir Gott ab, was uns ganz persönlich beschäftigt. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du unsere Gebete hörst und ernst nimmst. Amen. Lass uns gemeinsam und singend beten, wie Jesus Christus selbst uns zu beten gelehrt hat.
Konfirmandenunterricht findet heute im Anschluss in der Region, für die Region statt in Günse. Wer mit mir mitfahren möchte, möge um 11 Uhr bitte beim Büro sein. Herzliche Einladung zur Seniorenrunde morgen um 9 Uhr im Gemeindesaal mit Frau Fischer. Herzlichen Dank auch, dass die Frau Fischer das macht und herzlichen Dank allen, die kommen und die weiter sagen, dass sie morgen eingeladen sind. Am 13. März um 14.30 Uhr treffen sich die Mütter mit ihren Kindern um 14.30 Uhr zum Eltern-Kind-Café ebenfalls im Gemeindesaal. Und für den 16. März darf ich euch alle um eure Fürbitte bitten, denn die Superintendentialversammlung des Burgenlandes tagt in Bad Datzmannsdorf. Für Sonntag willst du die Leute einladen oder soll ich sie einladen? Alle? Ich, okay. Der Aria lässt sich am Sonntag taufen und ich darf euch alle einladen, mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Ihr wisst, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn ein Siebenjähriger sagt, ich liebe Jesus, ich will zu Gott gehören. Wir nehmen das ernst und wir taufen unseren Aria nächsten Sonntag in einem Gottesdienst, einer Andacht eigentlich mit Taufe und danach laden wir euch alle ganz herzlich zum Familienfrühstück in den Gemeindesaal ein. Am 21. März um 18 Uhr findet in Binkerfeld der Eröffnungsgottesdienst statt für die Visitation. Die Pfarrgemeinden in der Region werden visitiert und wir wollen einen Schulterschluss zeigen, auch in der Gesellschaft nach außen, dass wir zusammengehören, dass wir doch einige sind, die etwas bewegen können. Und darum werden wir am 21. März um 18 Uhr in Binkerfeld gemeinsam Gottesdienst feiern und das Ende der Visitation dann am Ostermontag mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Region in Oberschützen. Gestern tagte die Synode. Ich kann so viel dazu sagen, dass wir um den Karfreitag ringen werden, kämpfen wir nicht so, aber wir werden um ihn ringen. Und es wird keine Trauung für alle geben, wie sich viele von uns das gewünscht hätten, aber man hat sich darauf geeinigt in einem demokratischen Prozess, dass alle Paare, die ihre Ehe, alle homosexuellen Paare, die ihre Ehe standesamtlich schließen, in einem öffentlichen Gottesdienst in unseren Kirchen gesegnet werden. Das ist immerhin ein Schritt in die Zukunft. Ich danke für die Kollekte, die ihr heute gebt. Sie ist für die Arbeit in unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Jetzt laden wir euch ein, dass wir vom Lied 331 noch die fünfte Strophe singen, bevor wir einander segnen. Es ist schön, dass du da bist.
Der Herr, unser Gott, der dich lieb hat. Der Herr, unser Gott, der dich lieb hat. Er segnet dich und er behütet dich. Er segnet dich und er behütet dich. Du bist wertvoll für ihn. Du bist wertvoll für ihn. Darum lässt er sein Angesicht über dir leuchten. Darum lässt er sein Angesicht über dir leuchten. Und segnet dich mit der Kraft. Und segnet dich mit der Kraft. Ein Segen für seine Menschen zu sein. Ein Segen für seine Menschen zu sein. Geh in Frieden. Geh in Frieden. Amen. Wir wünschen euch eine gute Woche. Der Peter schenkt uns sicher noch ein schönes Originalspiel. Dazu dürfen wir uns nochmal hinsetzen.